Willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, beim Clan Bettis. Ja, ihr seid wahrscheinlich genauso aus den Wolken gefallen wie ich heute Morgen auch. Nein, bin ich natürlich nicht, denn wir haben natürlich Clanspiele, aber ja, man kann sie nicht ganz boykottieren, auch wenn es im Thumbnail so beschrieben steht. Und einige haben sicherlich die Krise gekriegt, denn sie haben heute Morgen bei den Clanspielen angefangen, haben gedacht, naja, machen wir jetzt mal ein bisschen Bilderhall. Und einige haben dann gefragt, Bilderhall, okay. Dann kommen ja wohl gleich auch noch andere Spiele. Die haben es nicht richtig gelesen. Es sind die Bauarbeiter-Base-Clan-Spiele. Also es gibt nur Bauarbeiter-Base-Spiele hier zu machen. Und ja, einige, man kriegt dann so eine kleine Phobie, hätte ich mal fast so gesagt. Ich auch. Aber ich habe das Beste gegeben. Also letztendlich Augen zu und durch, habe ich heute Abend schon mal gesagt. Und für die ganz, ganz Verweigerer, also es gibt welche, die verweigern wirklich ganz. Ich habe in einigen Clans hier, wo ich ja mit meinen anderen Accounts bin, habe ich mal nachgefragt, wie findet ihr die Clan-Games so und so weiter. Einige haben ganz klar gesagt, boykottiere ich, mache ich nicht mit. 4 Tage irgendwas anderes, Fortnite, League of Legends, Urlaub machen, was auch immer. Und ich muss mal eben was schauen, ja. Und deswegen habe ich heute eine Idee, natürlich. Ich kann natürlich jetzt nicht 4 Tage Nachtdorf machen, das müsst ihr mir nachsehen. Deswegen habe ich einen Vorschlag für euch. Ich mache jetzt erstmal einen Dorfbesuch. Ich arbeite mal meine Dorfbesuche ab, also meine ganzen Texte, die ich noch so in meinen Kommentaren habe. Danach machen wir 2 Bilder-Hall-Angriffe, einmal mit dem hier, einmal mit meinem TH10er. Wir machen einen TH10er Farmangriff und danach auch noch einen Live-CK-Angriff. Ich glaube, so ist das ganz gut. Und dann starten wir hier auch mit dem Dorfbesuch, würde ich mal so sagen, ja. Ich nehme mal, Friends habe ich ganz, ganz viele, aber seht mir das nach, dass ich nehme die Friends-Requests hier nicht an. Also, ich sage ja immer, ich möchte jedem gerecht werden und um jedem gerecht zu werden, nehme ich einfach keinen an. Das ist mir einfach viel, viel lieber, als wenn dann einer sagt, ja, den hast du ja angenommen und so weiter. Wir sind hier beim Stefan. Beim Stefan Ü30 Clan, also der Clan heißt Ü30 und er hatte mir eigentlich geschrieben, so alt sind die Dinger nämlich schon, dass er ein 8,5er ist, aber wenn wir uns das Dorf jetzt mal angucken, jetzt ist er ein 9,5er, beziehungsweise jetzt ist er ein echter 9er, denn er baut hier die X-Bogen auf 1. Ja, also man sieht das auch anhand der Base hier, die der Stefan hat, die ist maxed out, gar keine Frage. Truppen muss ich auch nicht zu sagen, da läuft jetzt noch der Päcker im Labor, ihr habt das ja gesehen, bei meinen Maxed Out RH9, dann habe ich den einfach mit einem Buch fertiggestellt, weil ich nicht so viel Dunkles auch für die Helden hatte. Er muss hier allerdings noch ein bisschen Helden machen, also Level 19 King und Level 27 Queen, das schon ganz in Ordnung. Und ja, mit der Base hier in Kristall 2, denke ich mal, lässt es sich sicherlich aushalten. Ich muss die Def hier nicht großartig bewerten. Ah, da geht die Queen auch hoch. Super, Queen geht hoch. Also hier geht ja doch einiges. Ich guck mal gerade, wo die King-Platte hier eigentlich ist. Ich sehe die King-Platte nicht. Ich bin auch verblendet heute von den vielen Dörfern, die ich gesehen habe. Und tatsächlich finde ich die King-Platte jetzt gerade nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wo hat der denn? Sag mal, bin ich jetzt blind? Der hat doch nicht nur eine Queen. Queen? Da Queen und wo King? Ich bin blind, echt. Ja, ich bin aber sowas von blind. Meine Herren, der liegt hier und wird auch hochgepäppelt. Also, er macht hier die Helden, macht hier die X-Bogen auf 1, hat die Einsicht, dass 8-5, 9-5 nicht wirklich was bringt. Und ich denke mal, die Base hier wird in ihrem Fall deffen. Hinten hat er 4 Luftabwehren. Das heißt also, viele greifen ja sehr, sehr gerne im RH9-Bereich mit Luft an. Und da hast du von dieser Seite natürlich überhaupt keine Chance. Kommst du von der anderen Seite, hast einen Feger gegen dich und die Magiertürme als Flächenschaden hier. Und danach natürlich die Luftabwehren. Also vielleicht nimmt das in Kauf. Aber er will das Dunkle, denke ich mal, hier schützen, um seine Helden hochzumachen. Also gutes Ding hier. Und ich habe jetzt einen abgearbeitet. Einen habe ich abgearbeitet. So, wo waren wir im Thema? Wir waren ja im Thema Clanspiele, Nachtdorf-Clanspiele. Ihr seht, ich habe schon so ein paar Punkte habe ich schon gemacht. Und ich habe mir dieses Ding hier gegriffen für 500 Punkte. Das solltet ihr vielleicht auch machen als kleinen Tipp. Nehmt euch die großen Dinger, arbeitet sie ab. Ich glaube, anders, großartig anders geht es hier nicht. Und manchmal
liest man ja auch das Kleingedruckte nicht. Also ihr seht ja hier meine BH7 Base und klar muss ich schon öfter mal gegen BH8 ran. Ich habe jetzt auch Federn gelassen, nämlich 170 Stück zu 4000 Pokalen. Die Pokale sind mir jetzt egal. Er kloppt hier die Kanone hoch. Ist natürlich optimal, mal optimal für uns. Um hier reinzukommen, ich komme hier immer gerne gegen den, jetzt muss ich mal eben schauen. Wir bauen eben mal um. Einmal auf die Erdarmee hier. Da lasse ich die Riesen jetzt immer ganz gerne weg. Ich nehme nur Barbaren mit. Und dann gucken wir mal, wo hier schon mal so ein paar Fallen versteckt sind. Das mache ich immer ganz gerne. Um einfach schon mal abzuchecken, Toto, wo kommst du rein? Wo kriegst du hier Zugriff auf diese Base hier? Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich kann jetzt auch schon mal meine Kampfmaschine setzen, denn diese Kanone hier im Ausbau, die schwächt unheimlich. Das wisst ihr selber, die schwächt unheimlich. Ich meine, jetzt ist da zwar der Brutzler und auch das andere Taratara, also auch die Zerschmetterer und so weiter. Ich lasse jetzt aber erstmal ein bisschen laufen, bis ich hier oben das Loch auf habe. Denn dann können die Truppen nicht mehr so großartig woanders hin. Dann stört mich der Brutzler auch nicht mehr ganz so doll. Ich setze die mal so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, Surgical. Die müssten eigentlich jetzt aufs RH auch noch gehen. Na komm, geht da drauf. Jawohl, das RH geht auch weg. Dann habe ich noch 3 Stück über. Ich denke mal 61%, die setze ich hier unten mal. Dann wären es noch so ein paar Prozente mehr für mich. Ich weiß eh nicht, wohin mit dem ganzen Elex und mit dem ganzen Gold. Was man hier alle 8 Stunden verdienen kann, wenn man hier gewinnt. Und ich bin ja nach wie vor ja, relativ hoch in der Liga. Der Gegner Wassim 45, Allstar du 45. Okay, das heißt bestimmt irgendwas mit, wir sind alle 45 und spielen Clash of Clans. Also heute habe ich schon dran gezweifelt, dass ich auch Clash of Clans spiele. Aber ja, ich habe so eine Nachtdorf-Phobie. Beziehungsweise mit meinen vielen Accounts habe ich natürlich heute extrem viel Nachtdorf gespielt. Und ich weiß, das muss euch nicht gefallen. Wie gesagt, Augen zu und durch. Macht die Clanspiele, denn wer so ein bisschen was haben möchte von den Rewards der Clanspiele, die gelten ja auch im normalen Dorf. Also es gibt nicht nur Elex fürs Nachtdorf und Gold fürs Nachtdorf, sondern es gibt ja auch Heldenbücher, Truppenbücher etc. Wer etwas haben will, finde ich, sollte auch in den Clans etwas so ein bisschen dazu beitragen. Ja, mein Bomber läuft hier ein bisschen aus. Tut mir manchmal ein bisschen leid. Aber dann können wir schon mal darüber sprechen, dass ich gleich auf meinem RH10er switche. Und da machen wir auch einen ganz kurzen Nachtdorfangriff. Dauert wirklich nicht lange, verspreche ich euch. Wird nichts Wildes. Da machen wir einen Farmangriff da, denn ich power meine Farmarmee raus für einen Live-Angriff. Den machen wir ganz am Ende der Folge hier. Ich denke, das rundet das ganze Ding so ein bisschen ab. Denn das wisst ihr selber. Ich glaube, dies wird auch nichts mehr. 4 Tage jetzt Nachtdorf-Folgen von Toto Clash. Das ist nicht Toto Clash. Hier muss ein bisschen CK rein. Hier muss ein bisschen Farm-Action rein. Hier muss so ein bisschen was aus Clash of Clans Altersleben. Ihr kennt es ja selber. Ihr spielt das Spiel ja auch, genau wie ich auch. Und seht ihr, ich habe sogar verloren. Ich habe sogar verloren. 79%, 20er Kampfmaschine. Was soll ich dazu sagen? Manchmal schaue ich mir die Leute nochmal an, um zu sehen, gegen was habe ich gekämpft. Aber ich habe wirklich gegen einen BH7 gekämpft. Der hatte die Kanone nicht hoch, großartig hoch. Also alles in Ordnung hier, denn manchmal liest man das Kleingedruckte nicht. Aber 20 von 24, die 500 Punkte gehen in jedem Fall heute Abend noch an mich. Und ich springe jetzt einmal auf den RH10er, denn dann sehen wir mal, was ich eigentlich mit dem Kleingedruckten meine. So, ich schalte einmal um hier auf den Avatar. Hier sind wir auf dem Avatar-Account. Das ist ja so ein bisschen wie aus meinen Livestreams. Was ich mit dem Kleingedruckten meine, ich muss hier dreimal gewinnen und hier steht ja, gewinne 3 Duelle, so heißt das eigentlich im Deutschen, Visus Battles, und im Kleingedruckten steht da, das könnt ihr nicht sehen, das ist Geheimschrift, steht da, gegen höhere Rathäuser oder Bilderball-Bases. Ja, also ich muss natürlich mit dem 6er hier, er ist ja noch 6 und noch recht jungfräulich 6, doch schon recht häufig gegen 7 daran. Wir gucken mal, wie es jetzt ist, ob wir es gewinnen können. Das ist in jedem Fall noch ein 6er. Das ist mal ein 6er. Der ist genau wie ich auch. Der hat einen Brutzler. Der hat eine Luftabwehr da hinten. Aber ich habe natürlich nichts außer Luft. Doch, so ein bisschen habe ich außer Luft tatsächlich. Ich habe ja tatsächlich was aus der Luft. Das kann ich nur von der Seite nicht spawnen lassen. Und deswegen passt mal auf, wir bauen die Armee mal um. Ich weiß,
das ist jetzt unmöglich, wie ich die jetzt baue. Die bringt eigentlich gar nichts, aber vielleicht bringt sie uns ja doch den Sieg. Müssen wir mal gucken. So, dann machen wir hier hinten erstmal die Tonne weg hier, beziehungsweise das Lager, denke ich mal. Und wir kommen hier mal mit unserer Kampfmaschine von der Seite rein und achten jetzt mal drauf, dass vor allen Dingen jetzt gleich der Multimörser endlich schießt. Jawohl, der Multimörser schießt. Hier sind keine Bomben versteckt. Dann kann ich hier jetzt meine Hexen hinterherziehen. Also ein paar Bomben waren da. Mal gucken, die sind auf Level 6, die sind ja noch nicht so wirklich gut. Und mal sehen, der Multimörser und der Brutzler müssen in jedem Fall abgelenkt sein von den Hexen. Oh, meine Kampfmaschine ist schon gestorben. Das heißt also, der Minenwerfer ist jetzt schon auf den Hexen drauf. Okay, aber mal sehen, vielleicht, ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein, vielleicht packen die das mit den eigenen Schaden. Nein, das schaffen sie nicht. Und ja, so undenkbar knapp bleibt das leider manchmal. Jetzt habe ich zwar einen Stern gemacht, aber ich habe ja das Battle hier gewinne. Und ich glaube nicht, dass er hier noch gewinnt. Er gewinnt nicht mal mehr ein Prozent. Ja, ist aber, naja. Ich lasse die Clanspiele auch über mich ergehen. Ich spiele einfach pokallos. Ich mache einfach das, was von mir verlangt wird, nämlich die Spiele. Und wir haben trotzdem gewonnen. Wir haben trotzdem gewonnen. Oh mein Gott, ey. Ach, es ist eine Farce. Es ist echt eine Farce. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir waren ja im Thema Farmangriff. Ja, wir machen noch einen Farmangriff, denn ich muss noch eine Nummer hier angreifen. Ich muss die Nummer 5 machen. Mal sehen, ob der auf 3 Sterne geht. Den gucken wir uns gleich aber live am Tablet an. Erstmal würde ich sagen, verbraten wir hier die Armee hier vom Avatar. Ja, und hier heißt es ja immer nur Gewinne mit den Magiern. Und da nehme ich natürlich so einen starken Neuner hier gerne mal mit. Denn ich bin ja auch, ich bin zwar ein RH10er, aber mir werden hier natürlich ab und zu mal Neuner angeboten. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wo ich denn reingehen kann. Ich habe hier schon riesen Erklärung, die möchte ich nicht so gern verbrauchen. Ich brauche in jedem Fall Dunkles. Denn der Avatar hier, ich booste den Avatar gleich auch, der hat es einfach mal verdient zu boosten hier, denn ich habe die Queen jetzt schon viel zu lange auf Level 34. Ich glaube, ihr wisst das auch. Und so, dann können wir hier mal reinspringen. Ja, dann haben wir hier noch so ein paar Magier im Petto. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir vor allen Dingen mit unseren Zaubern kommen. Da kommt zwar so ein klein bisschen Clanburg raus. Das müssten wir aber trotzdem schaffen. Ich möchte das Dunkle haben. Also die anderen Resis sind mir nicht ganz so wichtig. Und gucken wir mal, wie wir uns mit den Zehner hier so ein bisschen durchprügeln können. Das waren jetzt viele Riesen, die gehen natürlich auch immer gerne drauf. Die Riesen, dann habe ich noch ein bisschen zu viel Wutzauber. Und dann nehmen wir nochmal die Riesen hier in Wut. Mal sehen, ob es was bringt. Queen ist noch am Leben, aber die muss jetzt leider auch zünden. Ist einfach mal so. Und mal sehen. Ah ja, okay. Hier können wir schon mal einen Lakaien setzen. Ja, das sieht, so schlecht sieht es ja doch nicht aus, so schlecht. Ja, die Ressourcen haben wir mitgenommen, wir werden nicht gewinnen. Aber ich werde, wie gesagt, diesen Account hier gleich boosten. Dann machen wir auf dem Tablet einen Live-Angriff. Ich glaube, das passt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das passt so ein bisschen zu den Clan-Spielen. Wie gesagt, es wäre ein Unding, wenn ich jetzt als Toto Clash hier, also auf meinem Kanal, 4 Tage lang Nachtdorf bringe. Das bringt uns nicht weiter, bringt euch nicht weiter und mir bringt das wahrscheinlich nur mehr Frust als Lust, genau wie euch auch. Ich lasse das hier mal 76%, lasse ich das auslaufen. Geht da eigentlich noch so ein bisschen was? Ja, da könnte noch was gehen. Da kann noch was gehen, hier außen nämlich. Ab und zu gucke ich auf die Tastatur, ob ich die richtige Taste denn auch drücke. Und vielen lieben Dank auch für die Kommentare von dem Video von gestern. Muss ich sagen, Format hat euch gefallen, deswegen habe ich heute nur die Webcam umgebaut. Und nicht das ganze Setup hier. Also ihr seht immer noch meine Baustelle im Hintergrund, gar keine Frage. Ich habe meinen einen Schrank übrigens auch mit dem Greenscreen verhangen. Ich glaube, den sieht man gerade so ein bisschen da in der Ecke, da. Ja, da. Da habe ich meinen Schrank verhangen, da habe ich so ein paar Akten drin. Nicht, dass da einer mal ganz, ganz nah reinscrollt und sieht, was ich da für Akten liegen habe. Also,
haben wir hier ganz gut gerockt und den Bonus nehme ich natürlich immer gerne mit. Ich bin im Moment relativ hoch gerankt. Ich mache hier keine Mauern oder sonst was, sondern hier mache ich wirklich ausschließlich Pokale und Dunkles. 141.000, mir fehlen noch 14.000, glaube ich, ja. Mir fehlen noch 14.000, mal sehen, ob die hier nicht... Es wäre schön, wenn die hier mit dem Bonus reingehen. Also, ich nehme jetzt mal das Item hier, dieses hier. Dann kann ich mir nämlich auch... Das kaufe ich mir gleich nach. Ich bin manchmal so ein Käufer. Das kaufe ich mir einfach nach für 25. Dann habe ich wieder 5. Und kann so ein bisschen pushen. Der Account hier muss gepusht werden. Also, ich würde sagen, ich switche aufs Tablet. Lass die gerade recken und dann machen wir einen Live-Angriff. Okay, ihr kennt das ja bestimmt auch. Wenn du eigentlich weißt, es scheitert irgendetwas, dann... machst du es trotzdem. Wir machen es trotzdem. Wir haben jetzt noch gute 40 Minuten Zeit. Wir führen hier 40:39. Also das bleibt ein richtig spannender CK. Und ich wollte eigentlich diesen Angriff machen. Sacksuppe, Mann, Mann, Mann. Na okay, gucken wir uns live an. Mal sehen, ob der Sacksuppe etwas erfolgreicher ist als ich. Aber er hat natürlich ein bisschen kleinere Helden. Müssen wir mal schauen, ob das überhaupt was wird. Und die Idee hier vom King übrigens aus diesem Clan hier, die Kamera doch irgendwo hier am Tablet anzubringen, die ist gut, aber sie ist für mich im Moment nicht umsetzbar. Denn ich meine, wie nah wollt ihr mich denn haben? Ich habe blaue Augen übrigens. Und habe mich jetzt mehrere Tage nicht rasiert. Was wollte er denn noch sehen? Also die Idee war gut, habe ich ihm auch geschrieben. Aber die Umsetzung ist natürlich relativ schwer. Und oh, das hakelt jetzt gerade hier bei mir. Sehe ich gerade im Wireless LAN. Ah nee, da geht's kurz weiter. Ich glaube, das ist dann auch nicht mein Wireless LAN. Denn das ist nach wie vor super in Ordnung. Also ich analysiere diesen Angriff mal, während er jetzt gerade stattfindet. Es ist immer sehr, sehr schwer, gegen zwei Infernos anzukämpfen, die rechts und links stehen, muss man mal so sagen. Aber mal sehen, ob er sich hier durchboxt, ob er beide wegkriegt. Ja, er kriegt schon mal in jedem Fall beide weg. Und ich habe da so eine ganz, ganz kleine andere Strategie. Das werdet ihr aber gleich sehen. Wir gucken uns diesen erstmal zu Ende an. Und ihr seht das ja hier, wir haben hier eine Tesla-Farm auch noch zu bewältigen. Aber wie gesagt, ihr kennt das Gefühl auch. Ne? Man weiß, dass man es nicht schafft, aber man macht es ja trotzdem. Man versucht es trotzdem, denn hier oben gibt es für mich nicht mehr wirklich viel was zu holen. Er hat jetzt noch ein paar Heiler hier und auch auf der Seite noch Heiler. Ja, ich meine, 1,42 hat auch noch Zeit. Gar nicht mal so übel. Jetzt fliegen hier natürlich schon so ein paar Truppen weg. Was wird da jetzt eigentlich geheilt? Der Golem wahrscheinlich. Jo, der Golem wird geheilt. Mal sehen. Oh, mal sehen, wie der tankt. Ob der alle vier Tesla hier tankt, das glaube ich im Moment allerdings nicht. Mal sehen. 68%, ich glaube, das wird, boah, das wird nichts. Leider nicht, aber ihr seht das selber, 10 auf die Nummer 5. Die Nummer 5 ist jetzt für mich als 10er noch offen. Alles andere wäre jetzt Utopie für mich. Und deswegen muss ich mir ein bisschen sputen, hier mal gerade anzugreifen. Und wir lassen ihn trotzdem auslaufen. Es ist ein CK-Kampf live. Und wenn ich live dabei bin, dann nehme ich die auch auf. Das wisst ihr, so bin ich in der Regel. Und dann wird die Folge jetzt mal eine Minute länger für euch oder 2 Minuten oder 3 Minuten. Und das war's aber. Also ich werde diese Base jetzt direkt im Anschluss angreifen, wenn sie denn jetzt frei ist mit meinen Truppen. Mal sehen, wie ich mich schlage. Oh, sie ist noch nicht frei. Der Gegner greift auch nochmal an. Der Gegner hat noch 2 Angriffe, also die 1 hat noch 2 Angriffe hier offen. Ihr seht das hier gerade. Und greift jetzt schon mal an. Müsste jetzt allerdings erstmal 1 Stern machen, um auszugleichen. Wie sieht es prozentual aus? Prozentual sind wir auch noch ein bisschen vorne. Und muss 2 Sterne machen, um hier überhaupt zu gewinnen. Also das wird sowieso sehr, sehr schwer. Denn wir haben hier oben, haben wir noch was offen? Ja, wir haben hier oben noch 11er-Angriffe offen. Ich hoffe, dass die mal 10er schaffen hier. Ah, mal schauen. Okay, dann nehmen wir uns jetzt mal die 5 vor. Ich komme aus der genau entgegengesetzten Richtung. Wir attacken den auch mal. Ich habe Riesen in der Clanburg. Alles ist grün. Und ja, wir gehen einfach mal rein. Mal gucken. Also, Live-Angriff hier, er hat 10. Ist ja auch nicht so oft, dass ich das so mache. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Und dann nehmen wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5. Und auch hier 1, 2. Ich nehme hier außen mal so einen Lakaien. Und kann jetzt sicherlich hier schon mal so meinen ersten Riesen setzen. Mal sehen, wie der so ein bisschen tippelt. Hier setzen wir so ein paar Bowler hinterher. Noch einen Heiler. Queen, King, Mauerbrecher. So, jetzt muss das hier durchgehen. Mal sehen, ob meine Mauerbrecher hier überhaupt hier irgendwo Erfolg haben. Ja, das haben sie. Dann kann ich hier schon mal den Sprung ansetzen.
und meinen ersten Wut hier raushauen. Ah, so ähnlich habe ich mir das schon vorgestellt. Dass nämlich meine ganzen Bowler da außen rumgehen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ah, jetzt gehen sie doch rein. Okay, sie gehen jetzt doch rein und gehen hier auch durch. Dann muss ich die nochmal durchwuteln. Muss ich mal schauen. Ein paar gehen da, ein paar gehen da. Also ein bisschen geht ja schon mal durch die Mitte. Wir haben jetzt natürlich noch den Tesla hier hinten zu überstehen. Mal sehen, ob wir den noch packen. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Aber meine Truppen sind alle hin. Okay, meine Truppen sind alle hin, also auch nur ein Zwei-Sterner hier. Ich sage ja immer, ist nicht so schlimm. Ich habe mein Gift nicht genommen. Ich habe drauf getippt und habe eigentlich getippelt, dass ich mein Gift hier nehme. Naja. Eieiei. Wie der Hans Ulrich mal sagt, ja, das ist halt so. Schaffen wir dieses Lager nicht mehr. Aber pass mal auf. So. Diese beiden Skelette. Die werde ich jetzt noch giften. Die sind dran. Na. So. Habe ich sie gegeben, Gegner? Nein, ich habe sie natürlich nicht gegeben. Also es wird noch 1% mehr. Ich glaube, das können wir abbrechen. Das wird nichts mehr. Okay. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Ich gucke jetzt mal, was der Gegner gemacht hat. 40-40 mit... wir sind noch prozentual vorne. Okay. Das kann also noch was werden, denn die 10er Base kann in jedem Fall... Oder diese beiden 10er Bases hier... können noch 11er machen. Ihr werdet das Ergebnis von mir sicherlich mitkriegen und ich hoffe, ich habe euch den Tag oder die Folge trotzdem versüßt. Habe keine Clanspiele gemacht oder nur zwei und die Folge ist ein bisschen länger geworden und ich wünsche euch in jedem Fall heute ist ja für euch Freitagmittag ein wunderschönes Wochenende und bis dahin euer Toto Clash.